Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone, dem Online-Kartenspiel von Blizzard. Ja gut, suchen wir gleich mal los und schauen mal, dass wir diesmal ein bisschen besser sind als die Runde davor. Ich hoffe mal, jetzt kommen wieder nicht nur Mages, das würde mich nämlich ziemlich ärgern. Natürlich kommt ein Mage. Die mögen mich irgendwie alle. Oh Mann. Warum dauernd Mages? Das ist unglaublich nervig. Pellinator. Okay. Wir spielen gegen Pellinator. Stadthand sieht bescheiden aus. Feuerschlag. Okay. Jetzt haben wir den Leerrufer, den wir nächsten, den Leerrufer können wir nächste Runde spielen. Oh je, ekelhaft. Vier Mana. Kann er einiges machen? Oh nein. Mal hat es nicht ganz gereicht. Na, den Schocker müssen wir wegbekommen. Wir können es mit einer Wichtel-Explosion probieren. Hätten wir noch gehabt, damit hätten wir nichts anfangen können. 5 Mana ist jetzt der Mage. Ab 7 kann er Flamestrike einsetzen. Versucht es noch ein bisschen hinauszuzögern. Könnten jetzt Flammen machen, aber das wäre ziemlich Entschuldigung, sinnlos. Ich spiele mal mit dem Beobachter, mal schauen, was er dazu sagt. Sechs Mana. Ein Mana, dann kann er Flamestrike aktivieren. Da kommt der erste Feuerball. Feuerschlag. Und er gibt ab. Gucken wir mal, ob er diese Runde Flammstoß spielt. Ja, komm, er hat's doch. Ne, Wasserelementar, okay. Und weiter. Vier. Später noch ein Wasserelementar.
Okay. Mal gar nichts haben wir bekommen. Ein Wichtel mit 5 Angriff und 5 Verteidigung. Was macht er? Verschaffen, okay. Und was noch? 4 Mana hat er noch. Können noch ein Feuerball spielen. Spielt noch ein Schleim. Antiker Healbot. Lebenspunkte hat er noch. Oh Mann. Wieder mal eine Mage und wieder mal geht es mir ziemlich auf die Nerven. Okay, jetzt mal überlegen, wie man das am besten machen. 5 Schaden haben wir auf dem Feld. Könnten jetzt mit der Schreckenshöllenbestie und danach Schattenflamme machen. Das sind genau 10 Mana. Ah, sterben unsere beiden Wichtel auch. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Noch bei 15. Ah, keine geschossen, natürlich. Den Schleim brauchen wir eh nicht. Das wären 6 Schaden. Wäre bei 9. Bei 9. 7. Das reicht nicht. Wenn ich jetzt mit 3 angreife, ist er bei 12.
Ja, das ist die gleiche Rechnung eigentlich wie vorher. Können es jetzt mit Verdammniswache probieren. 8 Schaden. 19. Je nachdem, was übrig bleibt, dann. Oh, das ist gut. Sieht schon wieder etwas besser aus, hat keine große Kreatur mehr. Das verschafft uns etwas Zeit. Da kommt der Flammenstoß. Ich bin. Ich glaube, ich versuche es einfach mit Verdammniswache. Mal gucken, was übrig bleibt dann. Okay, das ist in Ordnung. Zwei Lebenspunkte noch. Und nächste Runde können wir dann einfach Höllenfeuer spielen. Oder Blutsauger reicht auch schon aus. Oder wir greifen halt direkt mit Verdammniswache an. Ah, friert alle. Ah, okay. Müssen wir auf Höllenfeuer umsteigen. Ja, der interessiert mich eher weniger. Ja, dann haben wir gewonnen. GG. Bumm, tot. Und damit haben wir unseren ersten Sieg. Diese Runde. Oh, drei Siege. Gewinnt drei Spiele mit einer beliebigen Klasse. Okay. Und dann würde ich sagen, auf zur Runde Nummer 2. Ihr könnt im Shop zusätzliche Kartenpackungen erwerben. Ja, das können wir. Leider nicht mit dem Gold. Na komm, finden den Gegner. Bitte keine Mage. Ah, er braucht ziemlich lange heute. Jetzt hat er jemanden gefunden. Keine Mage, bitte keine Mage. Bitte keine Mage. Ein Krieger. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Okay. Schreckenshöllenbestie kann erstmal weg. Den Leerwandler können wir erstmal lassen. Den Leerrufer würde ich auch erstmal weglegen. Und mal gucken, was wir kriegen. Dunkelbombe und Höllenfeuer. So wie ich die Krieger kenne, werden die eh eine Waffe mit 3-2 auf der Hand haben. Ist meistens so. Das heißt, mein Leerwandler wird jetzt eh gleich sterben. Krieger. Ist nur ein Mana. Jetzt hat wohl seine Waffe raus. Ne? Okay. Können wir seine Mikromaschinen zerstören, bevor die sich noch extrem aufpowert. Drei Mana. Na komm, Krieger. Das ist ein MacDick. Da kommt der Ende Golem.
Wir haben auch 3 Mana. 4 Mana. Silenzen wir in seinen Mech. Und können ihm einen Schaden zufügen. Wir spielen jetzt gegen Jarael. Er ist schon Rang 19. Mana, komm, hast du bestimmt irgendwas. Ein Hinrichten vielleicht? Nein. Okay. Was bekomme? Verstohlenheit. Fünf Mana. Ein Panther. Ich hätte mir lieber das auf die Hand zurück jetzt gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Wenn ich ihn, das sind 3 Lebenspunkte. Was tun? Die Herren der Schmerzen haben wir noch bekommen. Okay. Eine Kriegsaxt. Wer hätte es erwartet? Vier, sechs. Entschuldigung. Da können wir die aber nicht ganz töten, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Beziehungsweise können wir dann keine. Müssen wir es so machen. Bleibt uns keine andere Wahl. Okay, komm, was spielst du? Ein Nervotron. Greifst du uns nochmal deine hübschen Waffe an? Natürlich. Ich bin am überlegen, ob ich den antiken Heilbot spiele oder Seelenziehen. Wir könnten aber auch die Schreckenshirnbestie spielen, damit der sein Schild verliert. Gottes Schild. Na komm, kleiner Nervotron. Und da greifst du mich direkt an. Nochmal 5 Rüstungen gerade ziehen. Ja, jetzt mal bloß Angriff, wenn ihr Rüstung erhaltet. Das hätte er davor spielen sollen.
So, damit kann er erstmal nicht anziehen. Er könnte jetzt nur einen Flächeneffekt einen Schaden zufügen. Dann ist er auch trotzdem tot. Aber so verringern wir die Möglichkeit, dass er mit Hinrichten zum Beispiel arbeitet. Da war es nämlich, wie es aussieht. Ruft einen zufälligen legendären Diener herbei. Okay. Was haben wir denn hier? Kampfschrei fügt euren Deck. Ah, schade. So, seine beiden Legendaries weg. Mal gucken, was er noch für Legendaries hat. Ich bin gespannt. Okay, das ist jetzt keine Legendary. Und das auch nicht. Das auch nicht. Ja, zwei bräuchten wir. Ah, schade. Klappt nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. So, noch zwei Handkarten. Sehr schön. So. Heilen wir uns mal noch ein bisschen. Und da haben wir schon mal seine ganze Rüstung weg. Sieht gar nicht mal so schlecht aus für uns. Ein Hinrichten bestimmt. Kein Hinrichten. Okay. Ja, dann machen wir weiter Schaden. Dreizehn Leben hat er noch. Achtzehn Schaden hätten wir auf dem Feld. Na, ist hinrichten gezogen. Ja. Oder auch nicht. Gut, dann Siegessträhne und wir sind Rang 19. Ja, jetzt geht's so langsam voran. 10 Gold haben wir erhalten. Und endlich mal als letztes Spiel keine Mage. Ja gut, dann bedanke ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.